Kapitel 15. Das Wort des Schicksals. Inzwischen war es wieder die Sonne, welche an jenen Ort schien, an welchem Flamme vor kurzem wieder erwacht war. Die Nacht war vergangen und gleichermaßen wie vergessen wirkte sie für das Vulpix nicht wie mehr als ein Traum. Stattdessen war nun die gesamte Gruppe wieder erwacht und versammelt vor dem großen Tor, welches für manche der Ausgang aus einem Labyrinth war, für ein Pokémon jedoch der Ausgang aus einem ewigen Gefängnis. Also, ich glaube, wir können dann abreisen, so wenig ich je gedacht hatte, dies zu sagen. Es schien tatsächlich, als wäre heute zum ersten Mal ein ganz besonderer Fall. Von all den Pokémon wirkte Flamme am motiviertesten, während der Rest der Gruppe eher ein wenig bedrückt schien. Na dann los! Aber wohin eigentlich? Hast du uns nicht irgendwas von Tundil erzählt? Ja. Es gibt eine tiefe Höhle, den sogenannten Nabel der Welt, der in einem riesigen Raum endet, in welchem sich scheinbar endlose Abgründe befinden. Und dieser Ort soll angeblich derjenige sein, an welchem am Tundil am nächsten ist. Deswegen denke ich, dass wir dort mit dem Edelstein Erfolg haben könnten. Na dann, wenn du dich auskennst, dann bring uns hin. Ohne weiter zu warten, setzte Flamme den Edelstein in die Aushöhlung der riesigen Tür ein. Diese setzte sich sofort in Bewegung, was den gesamten Saal zum Erschüttern brachte. Und mit diesem Tag würde sich auch das Labyrinth als Ganzes verändern. Denn der Schatz des Labyrinthes war fort. Und es hatte nichts mehr zu schützen. Und somit auch nichts zu versiegeln. Es war ein Tor in den Untergrund, welches seit Jahrtausenden verschlossen war. Solange es den Weltenbaum nur gab. Und nun? Nun sollte es sich nie wieder schließen. Und für die Gruppe begann eine weitere Reise. Eine Reise, welche sehr ereignislos verblieb. Flamme hielt sich ausschließlich bei Zoroark, während der Rest der Gruppe unter sich blieb. In den Pausen versuchte sich Funkenherz am Emotionskampf. Latira lehrte, Sol schaute zu und Flamme tat irgendwas anderes. War es am Ende des Tages nicht auch egal. Flamme interessierte sich herzlich wenig für den Rest der Mon. Und sie schien sich absolut nicht mehr für Zoroark zu interessieren. Somit gab es eindeutig zwei Gruppen, welche sich nur auf der Reise halbwegs annäherten, weil nur Latira den Weg kannte. Ein Weg, der gegen alle Erwartungen Flammes gar nicht so lange dauerte. Was nicht daran lag, dass der Weg nicht lange dauerte, sondern dass Flamme hier jeden Schritt der Reise mit dem nächsten einfach zu vergessen schien. Nicht metaphorisch. Am dritten Tag sprach er immer noch vom Verlassen des Labyrinthes, als wäre es gerade Stunden entfernt. Aber für den Moment hielt Funkenherz Sol davon ab, sich allzu viele Gedanken zu machen. Nur für jetzt noch. Und so endete bald der Abstieg der Pokémon hinab in eine tiefe, eigenartige Höhle. Und je näher das Ende kam, desto weniger Grund schien zu verbleiben. Und jene scheinbar endlosen Schluchten, welche Latira angekündigt hatte, wurden mehr an der Zahl. Bis auch die Wände Platz machten und sich eine riesige, freie Fläche auftat. Der Pfad führte ein wenig bergauf, oberhalb eine riesige Fläche aus Stein. Umgeben von alleinig der Leere. Inzwischen hatte sich Flamme an die Spitze der Gruppe begeben, denn er war doch der Anführer. Zudem verirren konnte er sich schlecht auf einem geraden Pfad. Womit das Vulpix allerdings nicht rechnete. Oberhalb der Erhöhung war bereits ein Pokémon. Vor diesem schien wie aus dem Nichts
Licht zu entspringen. Und hinter ihm befand sich eine Wand, in welcher eine Einhöhlung war, welche eine verdächtig ähnliche Form zum Edelstein des Labyrinths hatte. Doch, was gerade noch etwas wichtiger schien als selbst diese Einhöhlung, sie kannten dieses Pokémon. Trikifalo, warum bist du hier unten? Wolltest du nicht nach Raststadt zurück? Der dreiköpfige Drache bemerkte die neu anwesenden Pokémon nun auch, während das eigenartige Licht verschwand. Jedoch wirkte er nahezu panisch. Aber ihr seid hier unten? Ihr seid dem Labyrinth entkommen? Wie kann das sein? Ich dachte, es wäre unmöglich und wir haben es trotzdem geschafft, so viel es auch gekostet hat. Und jetzt sind wir hier, um in den Weltenbaum des Sturmes zu reisen. Wir sind hier richtig, oder? Nein. Dreht wieder um. Misstrauen war schon immer Flammes starke Seite. Aber diese Aussage stank nicht mal nur für ihn bis zum Himmel. Entschuldige mal, aber ich sehe den Weg zu Tundil doch direkt hinter dir. Also, ja, aber ihr müsst gehen. Bitte. Was genau ist hier los, Trikifalo? Bitte geht einfach. Ich will nichts tun, das ich bereue. Jetzt erklär dich endlich, sonst tue ich gleich etwas, was du bereust. Ich bin hier, weil das Schicksal mich gerufen hat. Sein Ruf hat mich an diesen Ort gebracht, an dem man Tundil am nächsten ist. Und hier hat es wieder mit mir gesprochen. In den Tagen seit unserem Abschied. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die sie damals noch war. Und wir müssen hier weiter, damit wir wieder die Welt zurückholen können, die es einst gab. Das ist unmöglich. Es ist zu spät, denn ist geschehen, was niemand sich je hatte vorstellen können. Es ist geschehen, wovon die fernsten Legenden nur Hörensagen verbreiteten. Das Schicksal. Es hat sich verändert. Nein. Es wurde verändert. Von einem Wesen. So mächtig, dass sogar das Schicksal selber sich der Vision beugte. Dann ändern wir das Schicksal ihm erneut. Es ist unmöglich. Und jeder Versuch stellt das Sein selbst in den Gegensatz. Immer all diese großen Reden. Flamme hatte es satt. Praktischerweise interessiert mich dein ganzes beschissenes Gerede von irgendeinem Schicksal nicht im geringsten. Also lass uns durch. Wenn du so überzeugt von deinem Schicksal bist, dann soll es uns doch aufhalten. Und das wird es. Das Schicksal wurde verändert. Nun sieht es selber eine Zukunft unter Sternen. Ein Reich, ein Herrscher. Das Schicksal verlangt das Imperium Omega. Und wir Stimmen des Lebens. Wir sind die Boten des Schicksals. Und unsere Aufgabe ist es, für unser Schicksal einzustehen. Dreht um. Denn wenn ihr dieses Tor durchschreiten wollt, dann muss ich kämpfen. Ich will es nicht, aber ich muss. Ich kann mich nicht dem Schicksal erwehren, denn ich selber bin nur ein kleiner Teil von ihm. Stellt euch nicht gegen das Schicksal, sondern akzeptiert es. Für euch, für die gemeinen Pokémon, gibt es die Freiheit bis zum letzten Atemzug. Vom Rest von allem. Die Freiheit der Entscheidung. Eure Wahlen sind zweierlei. Bleibt in einem der Weltenbäume, die untergehen werden. Einem, der nicht Dreron gehört, da ihr ihn nicht betreten sollt. Und wartet auf das Unabwendbare. Oder macht euch die Gnade zu nutzen, welche Omegon dem gemeinen Volk bietet. Kehrt zurück in seine Welt und werdet Teil von etwas Unabwendbarem.
Die Zukunft wird geschehen, ob ihr gewillt seid oder nicht. Eure Entscheidung ist alleine jene. Akzeptiert ihr das Schicksal und werdet Teil von etwas Größerem? Oder erwehrt ihr euch und werdet schwinden? So ein Spiel soll das also werden? Dann fragen wir mal. Dann hast du jetzt die Wahl. Geh uns aus dem Weg. Oder wir schaffen uns den Weg. Im Blick des Drachen spiegelte sich kein Zorn, keine Verständnislosigkeit, doch Verzweiflung. Bitte! Der Rest von euch, Funkenherz, soll gerade ihr beide. Wir sind doch Freunde. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn man keine Stimme des Lebens ist. Aber vertraut mir. Bitte. Ich will euch nichts antun müssen. Solls Antwort war zunächst ein starrer Blick. Dieser jedoch löste sich bald, als er seine Antwort gab. Es tut mir leid, aber höchstens waren wir Freunde. Denn jetzt sind wir es definitiv nicht. Wir können nicht umdrehen. Wir kämpfen für unsere Heimat, für schier endlose Welten. Und dieser Kampf endet nicht, bevor wir nicht unseren letzten Atemzug nehmen. Es sei denn, es ist Omegon, der ihn nimmt. Die Verzweiflung schwand aus der Miene der Stimme des Lebens. Platz machte sie für Bedrücktheit. Es gibt wirklich keinen Weg daran vorbei, nicht? Glaubt mir, ich will das hier nicht tun müssen, aber überlegt es euch gut. Wenn euch Tundil nur um einen weiteren Schritt nähert, dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun müssen. Ein kurzer Blick fiel zwischen den Pokémon und Flamme umher. Die Meinungen schienen keine zwei zu sein. Nicht innerhalb ihrer Kreise. Und um die Entscheidung zu zeigen, trat Flamme schlicht einen weiteren Schritt nach vorne. Es tut mir leid. Ein Kampf entflammte augenblicklich, als Meteoroiden vom Himmel herabstürzten, riesig wie Häuser und umgeben von eigenartiger Energie. Augenblicklich teilte sich die Gruppe unter dem Hagel dieser auf. Versucht ihr, an ihn heranzukommen. Ich bleibe im Hintergrund. Von hier kann ich versuchen, selber Drachenangriffe zu nutzen. Außerdem behalte ich so den Überblick. Dieses Schlachtfeld ist für euch gefährlich. Wenn jemand vom Schlachtfeld stürzt, muss ich bereit sein zu helfen. Für Flamme klang diese Idee zwar weniger als Strategie, als nach Ausrede. Aber egal. Sie würden ja wohl auch ohne Latira mit diesem Gegner fertig werden. Es war ein Trikefalo. Ein normales Pokémon. So sehr er sich auch aufspielte. Und sie waren eindeutig in der Überzahl. Vor allem Funkenherz sollte jetzt mal zeigen, was sie konnte, dachte sich Flamme. Immerhin hatte sie das Blut zweier großer Kämpfer und war selber schon im Krieg gewesen. Zumal sie auch die einzige war, die durch Eiszahn potenziell einen effektiven Angriff beherrschte. Also wäre jetzt die beste Zeit für sie, mal ihr eigenes Gewicht zu tragen. Trikefalo stellte sich als tatsächlich ein recht vorhersehbarer Gegner heraus. Er kämpfte schlicht und ergreifend, wie man es von einem Drachen- und Unlicht-Pokémon erwarten würde. Neben dem direkt gezeigten Draco-Meteor waren seine Hauptwaffen Finsteraura und Drachenpuls. Auch beherrschte er Flammenwurf, aber da er diesen ohnehin schlechter beherrschte und er nur eine Gegnerin auch nur neutral traf, war dieser Angriff eher ein Non-Faktor. Und gleichzeitig waren auch all seine anderen Angriffe alleine gegen ein Pokémon stark. Latira. Und diese hielt sich voll und ganz an den eigenen Plan. Auch wenn Trikefalos stärkste Angriffe alle ebenfalls die Distanz trafen, fiel es dem Drachen schlicht und ergreifend schwer, diese zu nutzen.
Zwar waren seine nahkämpfenden Feinde deutlich harmloser, was den ausgeteilten Schaden anging, doch die Anzahl war ein großer Freund, zumal sie auch mit ihren schwachen Treffern immer noch Angriffe abbrechen konnten. Der effektivste Angriff der Kephalos schien definitiv sein großflächiger Draco-Meteor zu sein. Aber auch dieser bot Schwächen, da er den Angreifer offen ließ, während die Nutzung gleichzeitig klare Erschöpfung auslöste und folgende Treffer schwächte. Ein 1 gegen 1 gegen diesen Feind wäre bestimmt für jedes Mitglied der Gruppe um Flamme eine Herausforderung geworden. Allerdings war dies nun einmal bei weitem kein solches. Stattdessen wurde der dreiköpfige Drache scheinbar völlig überrannt. Das Einzige, was wahrlich für ihn sprach, war etwas, das er bereits angekündigt hatte. Stimmen des Lebens könnte man nur mit größter Gewalt zerstören. Was bedeutete, dass er selbst den starken Angriffen Latiras ohne größere Probleme standhielt. Im Prinzip war es beinahe wie ein Kampf gegen eine ein wenig wehrhafte Wand. Einige Hiebe taten wenig, aber Gegenwehr war ebenfalls nicht relevanter. Und auf Dauer musste die Schlagkraft doch auch etwas ausrichten. Egal wie langsam. Und genau dies schien auch tatsächlich einzutreten. Denn Trikephalos Angriffe wurden langsamer. Seine ohnehin nicht überragende Agilität sank. Seine Kräfte schienen zu schwinden. Was genau die Gelegenheit war, auf die Latira gewartet hatte. Nun konnte sie selber mit jener Technik kontern, welche Trikephalo als allererste genutzt hatte. Draco-Meteor. Auch Funkenherz befand sich, gerade im direkten Angriff, im Radius des Angriffes. Allerdings schaffte sie es, zu reagieren und zu entgehen. Anders als Trikephalo, welcher mitten an jenem Ort war, an jenem nun ein Meteor seinen Krater in den Boden gerammt hatte. Und auch der Drache selber verblieb regungslos. Dann haben wir es auch erledigt. Also weiter geht's. Auf! Bitte, dreht um! Der Drache war immer noch wach! Das können wir nicht, Trikephalo. Tu uns allen einen Gefallen und sieh ein, dass du in diesem Duell unterlegen bist. Wieder leuchtete hinter Trikephalo dasselbe Licht auf, welches Flamme bei der Ankunft seiner Gruppe schon gesehen hatte. Und selbst Trikephalo schien nun eher erschrocken hiervon. Es tut mir leid. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte euch nur verscheuchen, aber ihr lasst dem Schicksal keine Wahl. Wie auf ein Kommando folgte ein Lichtblitz, welcher den gesamten Raum durchzog.